Servus aus Bayern. Heute würde ich euch gerne mal was zeigen, was einen tollen Effekt gibt und ganz einfach zu machen ist. Und zwar die Schabetechnik. Also nicht Schaben wie das Küchenviech, das man nicht in der Küche haben soll, sondern richtig Schaben. Ich zeige es euch gleich. Also was man machen kann, das sind ganz tolle Effekte, beziehungsweise die man damit fertig kriegt. Ich glaube, hier sieht man es zum Beispiel ganz gut. Das ist so eine Struktur dann, die so ein bisschen unregelmäßig wird und es kommt auch darauf an, wie man den Ton schabt und dementsprechend wird es eben gröber oder mit was man den Ton schabt, wird es gröber oder feiner. Man kann mit der Schabetechnik alles machen, alle Formen irgendwie füllen, ob das jetzt eine runde Form ist oder wie hier eine Herzform. Man kann natürlich dann in das Geschabte auch noch andere Ornamente einfügen, wie hier jetzt das Herzerl. Genau. Oder es geht auch gut bei Kugeln. Das ist jetzt so ein Mizi. Das ist so eine Lichterkugel geworden. Und hier ist wieder ein bisschen feiner. Zeige es euch mal von der Nähe. Genau. Fangen wir einfach mal an. Nicht viel Gelaber, sondern einfach machen. Und zwar, ich räume das mal alles ein bisschen weg. Und zwar, ihr braucht Ton. Ihr könnt das direkt auch vom Tonblock abschaben. Also ich habe jetzt nur der Einfachheit halber für das Video hier so ein Stückchen runtergemacht vom Tonblock. Und in dem Fall, wo ich es euch jetzt zeige, nehme ich jetzt mal wieder meine geliebten Gips-Halbkugeln oder eine davon. Was ich zum Schaben benutze, ist ganz einfach so ein altes Küchenmesser, so ein Buttermesser. Also eins, das gar nicht besonders scharf ist. Ich zeige euch aber auch, wenn ihr möchtet, das mit einem anderen Messer oder man kann bestimmt auch einen anderen Gegenstand hernehmen. Bevorzugt ist bei mir der, weil ich finde, es gibt so ein schönes Muster. Jetzt zeige ich es euch mal. Also ihr nehmt es und ihr setzt hier einfach an, drückt so ein bisschen rein oder runter und dann schabt ihr. Und schon habt ihr so ein Ergebnis und es schaut echt ganz toll aus. Ihr könnt es so groß machen, wie ihr möchtet. Ihr könnt es also das größer, kleiner, mehr Schaben, weniger Schaben, dicker oder dünner. Ich glaube auch, dass da jeder irgendwie sein eigenes Level hat. Also, wenn es bei mir schaut, halt so aus, bei dir schaut es wahrscheinlich wieder ganz anders aus. Ja, und dann zieht man das vom Messer ab und legt es zum Beispiel, zeige euch das jetzt einfach mal hier in die Kugel rein. Ich mache das jetzt mal so im Schnelldurchgang. Einfach ein bisschen schaben, schaben, reinlegen. Und so geht es eigentlich in einem fort. Ihr seht, jetzt ist zum Beispiel ein längeres Stückerl. Das ist anderen, die anderen waren so ein bisschen mehr dreieckig. Das ist jetzt wieder länger. Also es kommt immer darauf an, wie man es macht, wie man ansetzt. Schaut, jetzt wird es wieder kompakter oder etwas dicker und wieder mehr dreieckig. Also. Es hängt wirklich vom Druck ab, wie fest du reindrückst. Wenn man natürlich reindrückt wie der Schmied vom Kochel, dann hat man ganz einen dicken Fetzen. Und ja, und wenn man natürlich so ein bisschen zarter beseitet ist, so wie ich, haha, nee, dann kratzt man ein bisschen leichter. Und dann wären auch die Riefen hier nicht so dick. Also das war jetzt leichtes Kratzen. Jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen kräftiger dran. Das ist kräftiges Kratzen und da wird es auch wieder dicker. Und ihr seht, so eine kleine Form füllt sich hier relativ schnell. Ich kann es euch einmal mit dem Töpfermesser hier zeigen. Und jetzt wieder anders. Wenn ihr ganz was Feines wollt oder nicht so, dann könnt ihr mit der Spitze zum Beispiel, dann kräuselt sich so. Ihr könnt aber auch die ganze Klinge aufsetzen hier. Schau, jetzt wieder anders. Also mein gewohntestes und liebstes Stück ist das hier. Ich mache jetzt das mal schnell so flotte Karotte durch, damit ich euch vielleicht dann die Halbkugel zumindest mal zeigen kann. Machen wir halt mal nicht so viel Gedöns, machen wir es auf die Schnelle. Genau, fülle jetzt da die Ränder. Was natürlich am Schluss wichtig ist, ist auch klar, ihr könnt nicht diese ganzen Fetzerl, die jetzt da drin sind, also ihr könnt es nicht so lassen. Das ist auch klar. Selbst wenn die Kugel geschlossen wird, denke ich, das wäre zu wenig Halt. Das würde euch beim Brennen dann wahrscheinlich auseinanderfallen. Und dann habt ihr einzelne geschabte Teile im Brennofen und das will ja kein Mensch. Und von daher, und da muss man jetzt aber vorsichtig vorgehen, nehme ich mir einen Ton, ein bisschen einen, der ziemlich weich ist, damit man mit möglichst wenig Druck, versuch's gut zu erklären, also
möglichst wenig Druck, dass man das innen dann glatt kriegt. Weil wenn ihr da jetzt natürlich drauf drückt, wie so beim Gewichtheben oder sonst was, also mit viel Kraft meine ich damit, wenn ihr also da ganz fest drauf drückt, dann drückt ihr auch die Struktur außen wieder flach. Also je weniger Druck ihr verwendet, desto kräftiger bleibt außen die Struktur, die sich durch das Schaben ergibt. So, das habe ich doch jetzt echt nett gesagt, oder? Genau. Also ihr verreibt so ein bisschen. Hier ist noch was. Ich mache es natürlich jetzt auf die Schnelle. Man kann das alles so ein bisschen feiner und schöner machen, aber ich möchte es euch ja nur mal kurz zeigen. Und ich glaube, wie die Technik an sich funktioniert, hat man jetzt schon gesehen und hat ja jeder verstanden. Wenn du es nicht verstanden hast, dann schaust du nochmal an. Wenn du es dann immer noch nicht verstanden hast, schaust du nochmal an. Und wenn du es dann noch nicht verstanden hast, hörst du Töpfern auf, okay? Ja. Nee, Schmarrn. So, dann nehme ich, dann kann ich euch auch gleich einen kleinen Trick noch zeigen, einen kleinen Stempel. Und zwar, damit ich die Masse hier wieder rauskriege, weil ja, bei einer kleinen geht es manchmal auch mit Umdrehen, aber bei dem nicht. Vor allem ist der Ton jetzt noch sehr, sehr, sehr feucht. Normal nimmt man es in dem Stadion auch nicht aus dem, habe ich Stadion gesagt? Stadium, nicht aus der Form raus, sondern trocknet es. Ich nehme da gerne mal einen Föhn, dann trockne ich das an und dann gehe ich mit meinem Stempel rein. Und siehst, es löst sich hier vom Rand wunderbar ab. So, und schon habt ihr die Halbkugel. Die verformt sie natürlich jetzt, weil sie super weich ist, weil ich einen weichen Ton genommen habe. Aber ich glaube, von der Struktur, ihr seht es, man sieht es, er gibt immer ganz da, habe ich zum Beispiel fester gedrückt, das war dieser große Batzen, den ich da rein habe. Und dann sieht man auch hier, habe ich vielleicht ein bisschen von innen zu viel dagegen gedrückt, dann ist die Struktur wieder flacher geworden. Ja, aber ich denke, im Großen und Ganzen habt ihr es sicher verstanden und habt viel Spaß damit. Genau, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schaben und bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.